Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cyrils Brettspiele. Heute schauen wir uns ganz neu an River Valley Glassworks. River Valley Glassworks kommt von der Firma Allplay und Allplay war mal früher BoardGameTables.com. Da habe ich ja auch diesen Tisch her, auf dem ich eigentlich alles mache. Und Allplay ist in den letzten Jahren immer mehr zu einer kleinen Schmiede von Spielen herangewachsen, wie zum Beispiel auch das von mir aus sehr gemochte QE ist dort entstanden und andere auch. Aber gucken wir uns River Valley Glassworks an. River Valley Glassworks kommt mit hervorragenden Komponenten und das ist auch gar kein Wunder, denn bei Allplay stehen die Komponenten oft im Vordergrund. Mit kleinen Glasscheiben, ist natürlich in Wirklichkeit Plastik, aber sollen kleine Gläser sein, die auf so einem Fluss liegen, auf transparenten Scheiben, und die nimmt man. Im Grunde ist das so eine Art Azul. Man hat vor sich eine kleine Ablage, man legt etwas rein, um dann wieder etwas zurückzukommen. Nur das, was man zurückbekommt, darf man dann auch sammeln, wie bei Azul. Und dabei geht es um Set Collection im weitesten Sinne und auch im engsten Sinne, ehrlich gesagt. Und je nachdem, wie weit man dann ist bei der Set Collection, kriegt man dafür bestimmte Punkte. Nun ist es so, dass es natürlich mehr Sachen gibt, die man manchmal nicht nehmen kann. Dafür gibt es dann Minuspunkte. Und außerdem ist man limitiert durch das Reinlegen, was man runternehmen kann. Ein schnell gespieltes, flottes Spiel mit wunderbaren Komponenten, preislich auch hochattraktiv. Und meiner Meinung nach, wer Azul mag, muss sich unbedingt River Valley Glassworks angucken. Wer mit Spielen wie Azul eben nichts anfangen kann, ja, für den mag das auch nicht sein, aber genau in der Größenordnung wird es liegen. Aktuell gibt es das nur auf Englisch. Es war ein Mega-Hit auf der Gen Con, kommt aber auch demnächst auf Deutsch, glaube ich, irgendwo raus. Wo habe ich aber jetzt nicht nachgeguckt für euch. Sollte aber möglich sein. Ich habe auch gehört, es ist auch schon in der Boardgame Arena. Aber wie gesagt, ich habe es brandneu aus Amerika mitgebracht und ich bin jetzt schon begeistert. Es gibt auch eine kleine Mini-Erweiterung, die ich noch habe. Hier, das ist dieses Päckchen. Das seht ihr aber, es ist noch eingeschweißt. Da soll es Fähigkeiten drin geben, weil ich erst einmal gucken wollte, dass ich das euch zeige. Also, für alle Fans von Azul, schnappt es euch oder aber testet es euch an. Bis dahin, alles Gute, euer Nils mit diesem Kurzbericht von River Valley Glassworks.